Wir-Schilder liegen bereit. Gleich geht's los mit dem Wahlkampfabschluss der CDU hier in der Arena in Berlin-Treptow. Und im Mittelpunkt steht natürlich der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was machen Sie denn eigentlich am Wahlsonntag? Also wie läuft so ein Tag ab für Sie? Tja, also ich will mal schauen, wie lange ich morgen schlafen kann. Es wäre kein Fehler, wenn ich ein bisschen länger schlafen würde. Aber ich vermute, die Aufregung ist doch ein bisschen da. Also wenn das Wahllokal öffnet, werde ich wohl wach werden. Obwohl ich ja nichts beeinflussen kann. Dann werde ich frühstücken und irgendwann werde ich auch selber wählen gehen. Ja, naja, und dann sitzt man und wartet, nicht? Liebe Bundeskanzlerin, liebe Freunde der CDU in Berlin, ihr könnt diese Stimmung am Münchner Marienplatz mitbekommen. Es ist ein und heute neigt sich der Wahlkampf dem Ende. Wir haben uns hier versammelt, wir haben unsere Freunde der CSU gegrüßt und wir wissen, worum es am morgigen Tag geht. Am morgigen Tag geht es darum, dass wir als starke Union, ich sage als die einzigen Volksparteien CDU und CSU, die Kraft haben, in Deutschland eine Regierung zu stellen, in einer neuen Konstellation, aber in einer Konstellation, in der wir stark sind, weil nur wir die Mitte der Gesellschaft auch wirklich verkörpern, meine Damen und Herren. Und ich sage es noch einmal, wir haben nicht den Banken geholfen, wir haben nicht den Bankern geholfen, schon gar nicht, sondern wir haben nur geholfen. Und das ist ganz wichtig, weil sonst unsere ganze Wirtschaft zusammengebrochen wäre und weil die Spareinlagen der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr sicher gewesen wären. Und da mussten wir helfen, aber wir haben uns vorgenommen, nie wieder, es darf sich eine solche Krise nicht wiederholen. Und dafür haben wir gestern gute Beschlüsse gefasst, meine Damen und Herren. Und meine Bitte ist, wählen Sie mit der ersten Stimme Christlich-Demokratische Union, um Ihren Abgeordneten vor Ort in den Deutschen Bundestag zu senden, damit er dort die lokalen, die regionalen Belange vertreten kann. Wenn Sie glauben, dass auch ich gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen sollte, wenn Sie glauben, dass wir eine starke Bundeskanzlerin brauchen, die auch international ihr Wort machen kann und die dafür Sorge tragen kann, dass die Schwachen und die Starken gleichermaßen sich zu Hause fühlen in unserer Gesellschaft, dann wählen Sie mit der zweiten Stimme auch CDU, weil das die Möglichkeit gibt, dass wir stark sind in einer Regierung, in einer neuen Regierung, einer entschlossenen Regierung, einer Regierung, die die Schwierigkeiten überwindet und Deutschland genauso wie in den letzten 60 Jahren zu Wohlstand, zu Arbeit und zu einem anerkannten Partner in der Welt führt, meine Damen und Herren. Dafür werbe ich. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Alles Gute und bis morgen. Herzlichen Dank. Ja, sie hat sich auf der einen Seite staatsmännisch gegeben, aber auf der anderen Seite auch die Position, die die CDU hier präsentiert, gut vertreten. Ich denke, es war sehr schön, es war auch auf den Punkt gekommen, wie man es von ihr auch kennt. Sie war großartig und ich wünsche mir, dass sie weiterhin Kanzlerin bleibt. Deshalb bin ich auch hierher gekommen. Eine super Frau, eine super Politikerin und ich hoffe, dass sie morgen die Kraft haben wird, um 40% zu erreichen. Ich finde, sie ist eine hervorragende Kanzlerin und sollte das auch bleiben. Angela Merkel ist eine super tolle Bundeskanzlerin und ich möchte, dass sie das auch weiterhin bleibt. Ich finde das klasse, wie die Frau sich durchgesetzt hat, welchen Werdegang sie hinter sich gebracht hat und mit welcher Präzision sie ihren politischen Weg beschreibt. Ich schätze an ihr ihre Ruhe und ihre Kampfeskraft und den Mut, das durchzusetzen, was für uns wichtig ist. Ich fand die Kanzlerin sehr überzeugend heute. Ich glaube, wer das gehört hat, wird morgen die CDU wählen mit beiden Stimmen.